Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Tactics Advance für den Game Boy Advance. Im letzten Part sind wir hier in dieser Mission gelandet, wo wir Marsh mitgenommen haben, obwohl er hier eigentlich gar nicht kämpfen darf. Haben dabei dann aber festgestellt, okay, er darf schon angreifen, wenn es durch seine Counter-Ability ist. Das war schon mal ganz praktisch. Ich muss gerade mal schauen. Ihm hatte ich, glaube ich, sein Item schon geklaut, oder? Ja. Okay. Das heißt, ich will jetzt nur noch sein Zer... Nee, er hat ein grünes Barett, das ist mir egal. Moment. Tina hatte, glaube ich, noch... Genau, Tina hatte noch ein Skarabeus. Okay. Und hier haben wir noch Kletterstiefel. Wobei die Kletterstiefel kriege ich eh nicht. Weil das sind ja Schuhe. Ja. Okay. Gut. Das heißt, ich kann den hier ruhig attackieren, so viel ich möchte. Ist vollkommen egal. Freut mich sehr. Ja, der kriegt ja aktuell eh nur wenig Schaden. Aber was soll's. So. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Mit Marsh. So, und klauen ein wenig. Ich kann ja auch Rüstung klauen. Moment. Was haben wir hier? Eine Plattenrüstung. Habe ich nämlich noch keine von. Gib mal deine Rüstung hier, mein Freund. Was hältst du davon? Dankeschön. Sehr freundlich. Geht doch. Du musst nur nett mit den Leuten reden. Dann geben die einem auch, was man will. Gut, der hat's mir jetzt aus einem anderen Grund gegeben, aber hey. Ist ja fast das Gleiche, ne? So, fast. Ihr frisst einen Feuerrad. Tüdelü. Schade. 50-50 Chance halt mal wieder. Kann man nichts machen. So, Graham. Du willst doch garantiert nicht auf den Schwarzmagier hauen. Okay, du willst mir lieber Gil klauen. Ehrlich jetzt, Gil klauen? Really? Komm, also das ist jetzt echt ein bisschen peinlich. Naja, gut, wenn du meinst. So, wir gehen jetzt mal hier rüber. Und hauen mal damit weiter drauf. Weil ganz ehrlich, so wichtig ist mir der Skarabeus nicht, den wir da kriegen können. Und ja. Die Olle muss weg. So. Deswegen werden wir jetzt auch hier hingehen. Und sie weghauen. Mit unserem Luftreißer. Oh yeah. Oh. Pouts. Was? Was? Du lebst noch? Komm schon. Komm schon. Das ist doch unfair. Dech. Ihr habt doch alle keine Ahnung, ey. Das ist so fies. Der hätte treffen müssen. Mann. Jo, jetzt natürlich hier wieder ein Vita. Das war klar, dass das passieren würde. Damit war zu rechnen, von daher, ja. So, und ich komme natürlich nicht ordentlich an sie ran. Nee. Okay. Gehen wir dorthin. Und hauen auf den rauf. Wow. Aber ordentlich weggekrittet. Nice. Und Minz hat jetzt auch seinen Schutz verloren. Das ist doch sehr schön. Naja, hau ruhig auf. Oh. Oh, Luftstoß. Mensch. Wow. Wow. Du Assi.
Das hat wehgetan, Mann. Das hat aber mal volle Kanne wehgetan. Mach doch sowas nicht. Du Kerl. What the fuck? Holy Cannelloni. Was? Hä? Egal, egal, egal. Ich hinterfrag das nicht. Jetzt einfach hier runter. Und werde mich in die brutzeln. So, denn jetzt wird das Feuerrad treffen, das weiß ich. Das habe ich im Gespür. Sag ich ja. Sehr gut. Und Sotelatten Level Up. Nice. Sehr schön. Wie konnte ich verlieren? Tja. War einfach besser als du. Passiert. So, hast du mir noch was auf die Rübe? So, sehr schön. Ja, komm. Nehmen wir hier den Weißmagier was auf die Nuss. Aber wir nutzen natürlich wieder den Luftreißer, weil macht mehr Schaden. So, ich hätte doch mit Lucia auf die Weißmagierin hauen sollen. Naja, egal. Sowas merkt man immer erst zum Schluss. Und schön auf den Pfeilblock geschossen. War jetzt nicht so die klügste Idee. Aber, na gut, ne? Wenn du meinst. Ach ja, jetzt heilst du wieder. Euch beide. Hätte wirklich den Pfeil auf die Weißmagierin hauen sollen. Naja. Fehler wurden begangen. Aber aus Fehlern lernt man. Habe ich mir sagen lassen. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber hey. So. Na denn, wir wollen ihm hier nochmal auf die Nuss geben. Schön. So sieht das gut aus. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr. Moment. Ich bin ja einer von den Guten, ne? Da darf ich ja nicht so evil lachen. Das geht doch nicht. Bei der Guten darf ich doch nicht evil lachen. Das ist doch voll pfui. Und so. Noch mehr Gil geklaut. Die sind mir voll egal, die paar Gil, die du mir klaust. Ist mal ehrlich. So. Jetzt aber hier. Auf die da. Sehr schön. Hat sie noch 35. So, du gehst mal hier hin. Das wollte ich. So. Mal gucken, ob du besser triffst. Ja, du triffst. Okay, perfekt. So finde ich das schön. So. Und nochmal bitte einen Luftreißer auf die Dame. Und Bams. Okay. Sehr schön. Der nervige Teil ist schon mal erledigt. Das ist gut. So. Du darfst jetzt auch gerne einfach mir in die Seite schießen. Wäre mir vollkommen egal. Ja, gut. Garantierter Schaden. Ist mir Wumpe. So ziemlich. Aber hey, mach ruhig. Warum nicht? Wenn es dir Spaß macht. Was soll's. So. Kubar, komm, du darfst ihn jetzt umhauen. Und Rems. Nice. Sehr schön. So muss das.
So will ich das sehen. Okay. Mal sehen, wenn wir jetzt von hinten angreifen, ob wir dann endlich mal treffen. Ah, das geht doch. So, Graham. Deine letzten 10 KP. Ich hab schon wieder übel gelacht, ne? Bin ich auch einer von den Guten? Ich darf nicht übel lachen. Vergesse ich immer wieder. Aber vielleicht bin ich ja auch ein böser Guter. Also ein Anti-Held. Nee, eigentlich nicht. Ob noch mehr Clans uns herausfordern wollen? Bestimmt. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Mission accomplished. Oh yeah. Herausforderung erfüllt. Donnerrobe, Spionschwert. Ein paar FP. Oh, sehr schön. Okay. Da kann ich auch gleich mal ein bisschen an der Ausrüstung wieder feilen. So. Das Donnerzepter kann jetzt erstmal weg. Stattdessen bekommst du jetzt das Schneezepter. So. Genau. Dann. Ups. Hier. Kommst du noch die Diebesarmreife? Nicht? Was? Warum? So, ich kann nur Armschienen oder die gewisse Armreife tragen. Okay. Das leuchtet ein. So, hast du irgendwas? Ach ja, negiert Schlaf und Verderben. Ja, warum eigentlich nicht? So. Okay. Dann hast du den Dingens gelernt hier. Wirbelwind kann er schon. Luftreißer kann er auch. Sortieren kann er auch. Haben wir hier noch irgendwas? Katzenklauen, Chakra. Okay, das kann er tatsächlich noch nicht. Ansonsten, ja, okay. Okay. Einmal Chakra. Warum auch nicht? So, Plattenrüstung bringt die irgendwas? Nö. Schade. Naja. So. Ja, Diamantrüstung für Verteidiger. Und für Kämpfer. Nee, Paladin. Nicht Kämpfer. Paladin. Okay, dann stimmt, du bist auch nur ein Krieger und kein Verteidiger. Aber du kannst sie trotzdem schon mal tragen. Bringt dir aber nichts. Von daher trägst du mal über die Plattrüstung. Die dürfte besser sein. Oder? Nee, die Diamantrüstung ist ein bisschen besser. Aber auch nur um 2 Punkte. Von daher ist mir das auch egal. So. Und du kriegst noch Armschienen, um noch ein bisschen mehr Angriffen zu kriegen. Okay. Das sieht doch gar nicht mal so kacke aus bisher. So, was sagen eigentlich die aktuell laufenden Missionen? Noch 9 Tage, okay. Noch 8 Tage, okay. Und das ist noch ein Gefecht, das ich gewinnen muss. Gut, das kriegen wir alles hin. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch die nächste Mission hier am Ulay-Fluss direkt mal an. Wirrafluss? Sieht für mich wie ein normaler Fluss aus. Überhaupt keine Windungen oder Verzerrungen. Was? Komisch, ich hatte gerade ein seltsames Gefühl. Hey, was war das? Der Fluss, was geht hier vor sich?
Was war das? Das schwarze Ding im Fluss hat mich verschluckt und... Was ist das für ein Ort? Bin ich immer noch in Ivalice? Mit einer Art Ruine zu sein. Moment mal. Ist das ein Kristall? Eine Falte im Raum. Also hat die Magie des Kristalls den Fluss verzerrt. Gerüchte sind wahr. Verzerrung war ein Weg hinein. Ich muss herausfinden, was dieser Kristall wirklich ist. Aber vorher sollte ich einen Weg hinausfinden. Sprich deinen Namen, der du das Licht entweist. Wer ist er? Ich fordere dich noch einmal auf. Sprich deinen Namen, der du das Licht entweist. Ich heiße Marsh. Wer zum Henker bist du? Ich bin das Totema Famfrid. Ich habe die Macht. Ich bin der Beschützer. Totema? Beschützer? Er denkt, ich habe es auf den Kristall abgesehen. Du bist ein Eindringling. Ich weiß nichts über deinen Kristall. Ich habe den Auftrag, alle Eindringlinge zu vertreiben. Warte, ich schwöre, ich bin durch Zufall hierher geraten. Ich wollte hier gar nicht hin, ehrlich. Ich schwöre. Schwöre, Digga. Glaub, das ist ihm egal. Das ist der Richter, genau wie in einem normalen Gefecht. Keine Ahnung, ob ich gewinnen kann oder nicht. Ich muss es einfach versuchen. Okay. Ja. Unser erster Kampf gegen ein Totema. Ich will auf jeden Fall einen Heiler dabei haben. Und ein paar Distanzkämpfer. Von daher gehe ich jetzt hier so ein bisschen auch auf meine Schwarzmagier. So. Zotel. Du kommst auch hier drüben mit hin. So. Und ja, Carlos. So. Das finde ich gerade ganz schick. Verwirren. Oh, verwirren ist verboten. Das ist schön. Das ist schön, weil ich glaube, die komischen Augenviecher, die verwirren auch ganz gerne mal. Okay. Na dann starten wir ins Gefecht. Besiege den Boss. Okay, also die Augenviecher können uns eigentlich egal sein. Aber wenn die zu sehr nerven, lege ich es halt trotzdem um. Ganz klar. So, schauen wir doch mal. Pfeilblock. Natürlich. Natürlich hat das Mistvieh Pfeilblock. Ach Mann. Okay. Gehen wir eben auf den hier. Oh, der hat Konter, das ist mir egal, wenn ich mit dem Pfeil drauf schieße. So, bäh. Mann. Jo, gut. Das passt noch. Das ist jetzt nicht ganz so toll, aber okay. Kriegen wir auch noch hin. Haben wir auch noch gebacken. Ja, hier. Einmal beschützen. So. Auch die Truppe hier. Weil mir einfach gerade nichts Besseres einfällt. Und so ein Beschützen kann ja nicht schlecht sein. Erstmal, ne? So, Kubela. Ah, du hast auf Mont Blanc abgesehen. Ja, gut. Mach halt. Dein Ding. Ah, verfehlst sogar. Perfekt. Gut, du konterst. Machst du irgendwas Unschönes? Nö, das ist gut. Dann hauen wir hier einmal ordentlich auf. So, sehr schön.
dann Hot Marsh einmal ordentlich auf den hier drauf. Und wir wollen so ein bisschen von Fumpkin wegbleiben. Weil mit dem will ich mich tatsächlich erst zum Schluss anlegen. Wenn der Rest nicht mehr da ist, um zu nerven. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel Bewegung er tatsächlich hat. Natürlich drei Felder. Autsch. Naja. Oh, doch nur 21. Hätte mit mehr gerechnet. Naja. So. Okay. Dann wollen wir doch mal unser Eisra loslassen. Unser erstes. Oh, das erste Mal der Eisra-Zauber. Ist ja nicht schön. Und geht daneben. Na, toll. Ich hype den Zauber hier gerade voll und dann geht der daneben. Super. War jetzt wieder echt typisch, ne? Kriegt da ein bisschen mehr mit raus? Nee. Schade. Das heißt nämlich, die überleben beide. Doof. Das ist ja doof. Naja. Dann überleben halt beide. So, flieg mal rüber da. Aua. Du machst ein bisschen mehr Schaden, ein Zotel. Das finde ich nicht ganz so toll, muss ich sagen. Ha. Ja, okay. Schlägst du Masch in den Rücken, ne? Okay. Vergiss es. Du triffst doch im Leben nicht. Du würdest doch nie mal meine alte Oma treffen. Mann. So. Da ich da hinten jetzt gerade zum Heilen eh nicht rankomme. Machen wir einmal sowas hier. Einfach weil wir es können. Und weil ich es lustig finde. Talk. Okay. So, ich hatte Pfeilblock, du hattest Pfeilblock. Du nicht, richtig? Richtig. Gut. Dann bewege ich mich aber noch ein Stück. Oh, hier hin. So. Dann habe ich eine etwas höhere Trefferchance. Gefällt mir besser. Perfekt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Zotel jetzt gleich abdanken wird. Aber das ist egal, wir haben einen Engelzauber. 92%, ja. Die Chance war jetzt nicht allzu groß, dass das daneben geht. Naja. Aber wie gesagt, wir haben den Engelzauber, ist gar kein Problem. Kriegen wir alles gebacken. Kriegen wir alles geregelt. Und ich sehe schon wieder, die Folge wird schon wieder so lang. Die sind mir aber auch egal. Denn ich habe mir jetzt hier gerade noch ein Ziel gesetzt, wohin ich diese Folge bringen möchte. Nämlich möchte ich, ja, möchte ich zumindest hier die Flatteraugen, die Ariman, alle zerstören. Und dann, machen wir erstmal Pause bis zur nächsten Folge. Und warum habe ich ihm jetzt meinen Rücken hingedreht? Die Frage. Er geht eh weg, das ist schön. Das ist nicht ganz so schön. Aua. What the fuck? What the fuck? Willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Holy. Shit. So, ey. Das ist ja nicht mal so niedrige Trefferchance, die wir hier haben. Ja, dann können wir auf den schon mal drauf feuern. Und ein Level Up für Mont Blanc. Nice. So. Aber bevor ich da einen Engel raufhauen kann, muss ich erstmal einen Vita raufhauen. Weil, der Angriff von Fumfrit, der hat gerade so ein bisschen weh getan. Das fand ich jetzt nicht ganz so nett.
So, gehen wir mal hier nach hinten. Um eben nochmal ordentlich in den Rücken zu schießen. Ja, eher in der Seite. Seitlich in den Rücken halt. Oder so. Okay, du kommst hier rüber. War zu erwarten. So, mach halt. Bring Ding, Mann. Ach. Wenn das so weitergeht, dann kann ich den Kampf beenden, bevor die Folge vorbei ist. Dann habe ich den Kampf beendet, bevor die Folge vorbei ist. Viel eher. Hm. Naja. So, okay. Und zack, weg. Sehr schön. Gut, dann ist jetzt mein Ziel für diese Folge erreicht. Endlich. Hat ja auch lang genug gedauert. So, gucken wir uns noch an, was Fumfrit jetzt noch für Gestalten antut. Okay, Gravidka habe ich kein Problem mit. Das ist prozentualer Schaden. Prozentualer Schaden ist nicht schlimm. Von daher alles in Ordnung. Jo. Kriegst du dich noch? Ja, machst du. Na gut. So. Dann soll es das jetzt aber von meiner Seite aus gewesen sein. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.